erzählen. Es war die Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Ich weiß, viele von euch haben die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind schon oft gehört. Aber langweilig wird es nie, denn es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Unsere Geschichte beginnt zu dem Zeitpunkt, als Quirinius mit seiner Frau Claudia im Thronsaal seines Palastes saß und eine Botschaft aus Rom empfing. Siehst du den
sterben. Gottes Bild werden wir sein. Endlich. Und wo werden wir schlafen? Wir werden schon auf deinen Herbergen finden. Lass uns mit der davor, das Hotel ist ganz sauber. Von ihm aus. Lass uns das probieren. Guten Tag, liebe Frau. Hätten Sie ein Zimmer für mich und meine schwangere Frau frei? Ja, eindeutig, das ist der helle Stern, dort über den Stall. Redet nicht so viel, sondern beeilt euch. Hier ist der Stern, der uns die Zukunft weist. All unsere Gaben sind nicht genug für den Retter der Welt. Doch wie dein Glanz ist auch mein Geschenk, funkelndes Gold aus den Bergen Persiens. Du, Kind, wirst einmal alle Leiden der Welt auf dich nehmen. So sagten es die Sterne voraus. Darum schenke ich dir dieses kostbare Weihrauch aus dem Hochland. Die Welt soll durch dich menschlicher werden. Ich schenke dir Myrrhe als Zeichen ewiger Gesundheit.
Die Nachricht über die Geburt des Heilandes verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Bethlehem. Jeder wollte sich von der frohen Botschaft